ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin jetzt wieder eine Woche, nicht eine Woche, aber ich fahre jetzt wieder die erste Woche zum Dreh nach Erfurt. Ihr wisst, was ich dort drehe, glaube ich. Schloss Einstein. Und ich bin dieses Jahr bei einer neuen Gastfamilie. Das heißt, es wird auch für mich ganz spannend, weil die Jahre war ich immer bei der gleichen Gastfamilie, aber die ist leider weggezogen, also umgezogen. Und deswegen habe ich dieses Jahr eine neue Gastfamilie. Ich bin gespannt. Es wird cool. Ich habe meinen Koffer gepackt. Wir machen jetzt los. Übrigens muss ich mich von meinen schönen Nägeln trennen. Die kleinen. Und den Daumen muss ich noch abschleifen, weil die sind noch nicht abgegangen. Aber ich muss mich von meinen Nägeln trennen, weil morgen ist Probedreh. Leute, ich habe mich gestern gar nicht nochmal bei euch gemeldet. Ich gebe euch dann gleich noch ein kleines Live-Update, aber ich bin gerade noch ein bisschen stressfrei. Ich fahre jetzt gleich zum Dreh, also wir haben heute so einen Probedreh und ich gehe jetzt nochmal schnell meinen Text durch, weil dann muss ich auch gleich raus und ich zeige euch ja heute Abend alles noch und erzähle euch noch ein bisschen was, aber ich muss jetzt erstmal los. Ich bin jetzt zurück vom Dreh. Wir hatten ja heute erstmal so einen Probedreh, also ohne Make-up, ohne Haare. Deswegen habe ich noch die normalen Haare und habe halt erstmal so einen kleinen Probedreh gemacht. Versucht die nächsten Tage auf jeden Fall ganz viel, euch so viel wie halt möglich mitzunehmen. Und ich werde mir jetzt erstmal was zum Abendessen machen. Aber vorher mache ich euch noch eine kleine Roomtour. Sorry, wie ich gerade aussehe. Aber ich habe euch ja schon erzählt, dass ich halt bei meiner Gastfamilie quasi wie so eine kleine eigene Wohnung habe und ich zeige euch das jetzt mal. Also ich habe hier quasi so ein kleines eigenes Bad und dann haben wir hier so eine kleine Garderobe. Hier ist noch so ein kleiner Tisch und dann haben wir hier quasi so einen Fernseher und mein Bett bzw. Sofa und meine wunderschöne Küche. Oh mein Gott, Freunde, nicht lachen. Ihr wisst ja, dass ich manchmal so ein bisschen Hautprobleme habe, wie irgendeine Neurodermitis, halt diese Hautkrankheit. Und ich habe das jetzt halt wieder ein bisschen, ich habe mich jetzt Joghurt auf die Augen geschmiert, weil morgen haben wir ja keinen Probedrehtag, sondern einen richtigen Drehtag. Heißt, es wird dann auch ausgestrahlt. Joghurt, Augenmasken for President. Wow. Ich habe mich auf jeden Fall gestern, ich lasse jetzt die Ohrenmasse drauf, ihr müsst mich jetzt damit ertragen. Ich habe mich übrigens gestern gar nicht mehr so viel gemeldet, weil ich da noch ein bisschen draußen war in meiner Gastfamilie und war sehr cool, sind sehr nett. Richtig nice, heute früh habe ich ein bisschen Schulzeug gemacht und habe ich jetzt Probe gedreht. Jetzt werden wir uns erstmal was zu Food zaubern. Ich glaube, entweder ich koche mir Kartoffeln oder Nudeln. Kartoffeln oder Nudeln, was sagt ihr? Ich habe halt Angst, dass die Kartoffeln schlecht werden. Ich glaube, wir machen heute erstmal Kartoffeln, oder? Ich habe eigentlich mehr Bock auf Nudeln. Wir machen Nudeln. Da muss ich später noch ein bisschen Text für morgen lernen, aber nicht ganz so viel. Ich glaube, ich habe morgen ein Bild. Ich gucke dann gleich nochmal rein. Dann bin ich Profikoch. Ich koche Nudeln. Ich koche was, ich kann euch noch mal zeigen, welche. Die Nudeln. Ich finde die richtig, richtig lecker. Die sind aus Kichererbsen. Ballaststoffquelle, reich an Protein und glutenfrei und vegan. Jetzt dazu aber dann einfach nur Tomatenmark, weil ich bin heute ein bisschen faul. Hallo Leute, ich mache jetzt los zum Dreh. Meine Augen sind ein bisschen besser, aber noch nicht so viel besser. Die sind halt noch sehr rot. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist doch. Und ich mache jetzt erstmal los. Bis später. Jetzt erst in die Maske und dann ins Kostüm. Vielleicht erkennt ihr ja schon, wo ich hier gerade bin. Ich bin wieder am Set von Schloss Einstein, denn die Dreharbeiten für die 25. Staffel gehen wieder los. Und ihr erfahrt ganz bald mehr. So, ich werde jetzt erstmal gleich meine Rasterlocken rauskehren. Ich bin jetzt fertig mit Drehen.
Hallo, hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin jetzt gerade, habe gerade ein bisschen Schulzeug gemacht. Ich habe leider immer noch ein bisschen Hautprobleme. Es ist schon ein bisschen besser geworden. Aber es ist alles so ein bisschen geschwollen, dass ich mir mit so Eiswürfeln die ganze Zeit so durchs Gesicht gehe. Es tut mir wirklich leid, dass ihr mich so sehen müsst. Obwohl es mittlerweile schon wieder ein bisschen geht. Mein Hals ist halt noch ein bisschen. Ich habe das schon mal in einem anderen Video erzählt, in einem Hautproblem-Video, weil ich halt sehr krasse Hautprobleme habe. Ich habe halt Neurodermitis und wenn es nicht da ist, habe ich die schönste und reinste Haut der Welt. Und wenn es da ist, habe ich wirklich die schlimmste Haut auf der ganzen Welt. Und es tut halt einfach krank weh. Es war mir auch ein bisschen unangenehm gestern beim Dreh, dass ich die Haut hatte. Ich hoffe, dass es halt morgen wieder weg ist, weil morgen drehe ich wieder. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Dann darf ich mir ein wunderschönes Infoheft über Politik durchlesen. Habe ich sehr Lust drauf, freue ich mich sehr drauf. Ist wirklich super spannend. Meine Lieblingsbeschäftigung an der Stelle auch einfach. Ich liebe Sonne. Irgendwie sieht es so aus, als hätte ich lockige Haare durch das, aber die sind voll glatt. So, ich bin jetzt wieder zurück. Können wir kurz appreciaten, wie krass sich meine Haut einfach verbessert hat, währenddessen ich draußen war? Frische Luft ist das Wundermittel. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich eingekauft habe. Brötchen für den Abend gekauft. Die werde ich jetzt gleich mit Avocado beschmieren. Das habe ich nämlich auch gekauft. Dann habe ich mir Tempeh gekauft. Zartbitter-Himbeeren geholt. Die will ich mal testen und gucken, wie sie schmecken. Dann habe ich mir einen Rucola-Salat geholt. Ich möchte mir nämlich sehr gerne morgen. Ich habe noch Nudeln. Nudeln kochen mit Rucola-Salat, das ist so ein Nudelsalat quasi. Habe ich richtig Bock drauf und deswegen habe ich mir Rucola geholt. Dann habe ich mir noch so ein Rawbit geholt, ich liebe die. Dann habe ich mir Hafermehl geholt, weil ich hier nicht so einen großen Mixer habe und so. Und ich mag das manchmal ganz gerne. Da kann man sich so, wenn man das zum Beispiel im Ofen oder irgendwie macht, so richtig nice Haferbrei, Haferkuchen machen. Deswegen habe ich mir mal Hafermehl geholt. Ich habe mir noch Zucchini geholt. Bananen. Bananen sind immer gut, braucht man immer. Dann habe ich mir Joghurt geholt, Marmelade geholt, weil ich irgendwie Bock auf was Süßes noch hatte. Getrocknete Aprikosen. Dann habe ich mir noch so ein paar Snacks geholt. Einmal habe ich mir so einen Apple and Cinnamon Cookie geholt. Keine Ahnung, ich habe Peanuts und eine kleine Schokolade geholt. Dann Avocado, das werde ich jetzt gleich aufs Brot machen. Noch einen Apfel. Habe ich mir noch Apfelmark geholt, weil ich das... kleine Pfanne, sorry, ich löffel das super gerne. Ja, das sind verschiedene Cremes für meine Haut. Noch eine Creme für meine Haut. Noch eine Sonnencreme. Ich das Ganze hier mal einräumen. Und dann werde ich mir erstmal was zu essen machen. Auf jeden Fall lerne ich jetzt hier gerade noch ein bisschen Text und habe vorhin noch ein bisschen einen Vlog geschnitten. Und da werde ich aber auch schon ins Bett gehen, damit ich morgen gut ausgeschlafen bin, früh mein Homeschooling-Zeug machen kann und dann drehe. So, ich mache jetzt erstmal los zum Dreh. Meine Haut ist leider immer noch gar nicht geil. Versuch's zu kompensieren mit einem cuten Outfit. Let's go. Ja, und dann kam der Freitag. Ehrlich gesagt habe ich mir auch nicht vorgestellt, dass ich dann eine Tunnelaufnahme mache und ein bisschen nach Hause fahre. Aber meine Haut ist viel, viel, viel schlimmer geworden. Meine Augen sind komplett zugeschwollen. Ich konnte nichts mehr sehen. Und deswegen musste ich auch das erste Mal in 4 Jahren, das habe ich wirklich noch nie gemacht, den Drehtag absagen, was für mich sehr schlimm war. Aber ich bin dann halt zum Arzt gefahren, habe mir einen Krankenschein geholt und musste erstmal gucken, dass meine Augen wieder abschwellen. Mittlerweile geht es mir auch schon viel besser und meine Augen sind fast wieder normal, also alles gut, aber es war wirklich ziemlich krass, weil ich konnte fast gar nichts sehen. Ich habe mir es auch nicht ganz so vorgestellt, aber naja, so ist es manchmal. Wenn euch der Vlog gefallen hat, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Generell, wenn ihr so die Wochenvlogs feiert, ich habe ja noch nie einen Wochenvlog gemacht, also falls ihr das cool fandet oder falls ihr lieber wieder so eintägige Vlogs wollt, ich werde am besten beides machen, aber schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr da Bock habt. Schreibt auch gerne, falls ihr irgendwelche Videowünsche habt.
in die Kommentare. Und es werden auf jeden Fall noch viele Vlogs kommen. Vom Dreh, von der Zeit in Erfurt und so weiter. Und ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Ich habe euch ganz sehr lieb. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, schreibt Videowünsche in die Kommentare. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Hab euch lieb. Bis bald.